Bei mir und meinem Mercury geht es heute um den Westview Mobile. So, jetzt sind wir hier kurz unter Deck und können unseren Westview Mobile anschließen. Super einfach, denn hier ist nämlich schon eine Junction Box verbaut. Wir haben hier zwei Abgänge, wir brauchen nur den einen. Der andere ist, falls wir noch einen Terminator anschließen müssen, kann es hier direkt einstecken. Schon fängt es an zu leuchten und das System ist schon eingebaut. Okay, jetzt haben wir das vorne verbunden. Jetzt haben wir auch schon die App runtergeladen. Da drücke ich natürlich einmal drauf und schon wird der erste Schritt Verbinden vorgeschlagen. Es wird nach einem Gerät gesucht. Es wurde auch schon gefunden. Jetzt können wir die Bootsdaten eingeben. So, das Boot heißt jetzt Iron. Treibstofftank sind 100 Liter. Ein Motor auswählen, speichern und schon wird die Verbindung aufgebaut. Dauert natürlich ein kleines Sekündchen. Die Verbindung läuft auch über Bluetooth. Dementsprechend denkt auch immer dran, dass Bluetooth vom Gerät auch eingeschaltet ist, damit die Verbindung auch sofort stattfinden kann. So, es fragt uns, weil wir es jetzt das erste Mal installieren, nach einem bevorzugten Händler. Das überspringen wir jetzt, aber ihr könnt natürlich den Händler eintragen, der euch entweder das Boot verkauft hat oder der dementsprechend euer nächster Servicepartner ist. Schon sind wir auch verbunden. Wir haben jetzt Drehzahl angezeigt, unseren Kraftstoff und theoretisch könnte auch unsere Geschwindigkeit angezeigt werden. Aber natürlich im Hafenbereich ist ja jetzt nichts. Um ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, was die App dann so kann, zeigt, dass man zum Beispiel hier aufs RPM, also auf unseren Drehzahl oben drücken kann. Es wird auch abgefragt bzw. Hinweis gegeben, dass mehr Motordaten zur Verfügung stehen. Und wenn wir das dann einmal draufgeklickt haben, bekommen wir eine große Anzeige für ein RPM. Wir kriegen hier die Temperatur angezeigt, aktuell auf Fahrenheit eingestellt. Das müssen wir natürlich dann gleich umstellen auf Celsius. Und wir kriegen sogar eine Batteriespannung von 14,7 Volt angezeigt. Also dementsprechend hat man relativ schnell einen Überblick über dem, was mit dem Motor ist. Und dementsprechend können wir dann auch immer sicher sein, dass wir da auch alle Werte im Rahmen sind. Wenn wir auf Geschwindigkeit draufdrücken, kann das System auch Spitzengeschwindigkeiten aufzeichnen. Das heißt, man muss da nicht verbissen dann auf den Tacho achten und gucken, wo bin ich jetzt gelandet, sondern das Ganze wird auch tatsächlich dann auch abgespeichert. Und das kann man dann auch, wenn man möchte, dann auch jedes Mal dann auch zurücksetzen und dementsprechend das auch im Nachgang, auch ohne verbunden zu sein mit dem Ganzen, dann auch einsehen. So, wenn ich jetzt auf den Tank klicke, dann können wir auch den Gesamtkraftstoffverbrauch einsehen. Wir können den Tagesverbrauch einsehen. Wir kriegen auch eine theoretische Distanz, bis der Tank leer ist, angezeigt. Oder auch eine Zeit, die angezeigt wird. Wir können auch hier nachtragen, ob wir aufgetankt haben. Hier ist ein kleines Plus-Symbol, einfach draufdrücken. Ich hatte ja vorhin angegeben, wir haben einen 100-Liter-Tank. Wenn wir jetzt 20 verfahren haben und haben 20 nachgetankt, kann ich gerade eintippen, ich habe nochmal 20 nachgetankt. Dann weiß das System, okay, das System ist wieder auf 100% vollgetankt. So, wenn wir jetzt beim nächsten Punkt in der App weitergehen, und zwar hier auf der Karte, sehen wir, dass wir heute einen Punkt gesetzt haben in Laboe, wo wir zu Gast sind. Und wenn ich oben rechts drücke, bekomme ich hier wichtige POIs, die in der Umgebung sind. Für uns jetzt das Wichtigste ist das Mercury-Symbol. Ihr seht schon, die ploppen auf der Karte auf. Da drücke ich dann einmal drauf und schon haben wir den nächstgelegenen Händler vorgeschlagen bekommen. Und unten links können wir entweder uns dahin navigieren lassen, wir können ihn anrufen, auf seine Internetseite gehen oder auch ihn als Favorit speichern. Das ist ein sehr wichtiger Punkt in dieser App. Dann, wenn wir weitergehen, haben wir unsere Kalender. Dort kann man auch Vorgeschichten, sprich wenn es irgendwelche Fehler mal gab bei dem Motor, dann können wir die hier auch einsehen. Und wir haben hier als letzten Punkt noch unsere Checklisten, was man beachten müsste vor dem Ablegen, welche Ausrüstung es gibt. Für den Winter kann man auch eine Liste abchecken. Wenn man da dann beispielsweise draufklickt, sind hier verschiedene Punkte, die als Empfehlung da sind, um euch einfach nochmal zu unterstützen, was man als Bootfahrer alles beachten sollte und kann die dementsprechend dann auch anklicken, wenn man die dann auch abgehakt hat. So, als letzten Punkt für die Menüpunkte auf der rechten Seite ist das große Plus-Symbol. Wenn wir da drauf drücken, bekommen wir unten die Symbole angezeigt, um einmal eine Bildergalerie anzusehen. Wir können hier auch unsere Fischfänge auch eintragen. Wir können unsere Wegpunkte einsetzen und den letzten Punkt rechts ist, wenn wir etwa eine Gefahr, zum Beispiel eine Fahrrinne erkennen oder so, können wir auch ein Foto nehmen
und auch den GPS-Standort dazu dann auch abspeichern, damit auch andere Nutzer von der App damit dementsprechend gewarnt sind. So, jetzt gehe ich da mal wieder zurück. Wenn wir oben links auf den drei Strichen gehen, dann kommen wir in dem Hauptmenü rein. Und in dem Hauptmenü können wir auch hier die gespeicherten Profile ändern. Wir können auf Fehler zugreifen. Fehler heißt also, falls der Motor tatsächlich mal einen Fehler haben sollte, wird es automatisch aufploppen in der App, aber ihr kommt auch zeitgleich, wird es auch hinten dran immer gespeichert. Ihr könnt es also hier nochmal im Nachgang einsehen. Es gibt auch den Punkt Wartung. Bei dem Punkt Wartung könnt ihr dementsprechend einsehen. Ihr seht jetzt auf dem Bildschirm, der hat jetzt 95 Stunden noch frei. Also das heißt, alle 100 Stunden sollte er zur Wartung. Wenn der Händler einen Service gemacht hat, wird es nicht im euren Handy oder Tablet gespeichert, sondern hier müsstet ihr das tatsächlich nochmal nachtragen. Das nur als kleiner Tipp am Rande. So, wenn wir nochmal oben links draufklicken, können wir auch auf Leistung klicken. Das machen wir dann auch gleich mal. Da gibt es nämlich beispielsweise den Hole Shot. Das heißt, die Beschleunigung wird dann festgehalten, weil wir über die Geschwindigkeit dann einfach sehen können, wie schnell kommen wir eigentlich ins Gleiten. Ist eine ganz spaßige Sache und das zeigen wir euch dann auch gleich mal. So, jetzt klicken wir oben links im Menü wieder rein, damit wir auch den Hole Shot ausprobieren können. Haben Leistung schon angeklickt, klicken auf Hole Shot. Dann bekommen wir so super Musik dazu, damit wir auch schon mal ein bisschen aufgewärmt sind. Können jetzt aussuchen, ob 0,20 bis 0,30. Wir wählen jetzt 0,20 aus. Unser Fahrer ist auch bereit. Drücken einmal drauf und schon fängt das Ganze an. Und los! Zack! Und schon haben wir dann 7,3 Sekunden dafür gebraucht. Als kleines Späßchen zwischendrin. Als letzten Tipp habe ich noch für euch, dass ab 80 PS Außenborder bei neuen Motoren immer das Vesselview Mobile immer mit inkludiert ist im Preis. Für die Kunden, die aber das System noch nicht besitzen, könnt ihr trotzdem die App schon runterladen im Google Store. Oder auch im Apple Store ist es kostenfrei runterladbar und ihr könnt dann trotzdem viele Funktionen nutzen von der App. Ihr könnt den lokalen Händler abspeichern, die Checklisten durchgehen etc. etc. Und ihr könnt dann nachträglich, wenn ihr tatsächlich davon überzeugt wollt oder seid und ihr möchtet aber immer noch ein paar Motordaten abgreifen, dann könnt ihr einfach Plug and Play das System dann auch anschließen. Dementsprechend viel Spaß auf dem Wasser.